Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Next Mode Extinction. Letztes Mal haben wir hier links den einen Typen da besiegt. Heute werden wir nach rechts gehen. Ich habe auch gesehen, dass man auch hier unten reinlaufen kann. Wird das also so ähnlich sein wie eine Pokémon-Liga? Ich weiß es nicht, ich bin gespannt. So, letztes Mal ist hier rechts abgestürzt, deswegen habe ich den Part nicht genommen. Ich bin hier reingegangen, habe gegen den Typen gekämpft. Und dann mitten im Kampf ist das Spiel einfach eingestürzt. Und ich wusste nicht wieso. Diesmal hoffe ich, dass es mir nicht passiert. Sonst darf ich das nämlich schon wieder aufnehmen. Diesmal habe ich aber vorher gespeichert, weil ich musste gerade nämlich alles nochmal von neu machen, ja? Das war schlimm. Hat mich bestimmt 30 Minuten gekostet. Naja, das wollt ihr euch nicht vorenthalten. Oh, Kackspielabsturz, ey. Oh, Palmschüttler. Wieso starten die eigentlich immer mit Feuer oder Flug? Nexomon, ja? Das ist nicht gut für meinen Kleinen hier. Er stirbt immer als erstes. Ach, schon wieder ein Flug. Egal, macht trotzdem. Au, das tat weh. Das tat wirklich weh. So, Elektrokraft. 45 ist super. Na, guck mal, Shiny Rocks spielt das Spiel auch. Sehr cool. Ja gut, das ist jetzt nicht so Puckler. Ist auch nur 22, okay. Bei Elektro, da könnte es zumindest sein, dass er statisch aufgeladen wird. Mein Gegner. Aber scheint noch nicht so der Fall zu sein. Ne, mein Fane Glory. Glatteis. Oh Gott, er durfte als erstes angreifen. Das finde ich nicht gut. Hier, komm, gefrier doch mal hier. Verfehlt. Hahaha. Hahaha. Sehr gut gemacht. Ach komm, den schaffst du auch locker easy. Ah, den schaffst du auch, oder? Ja, natürlich. Wieso darf er eigentlich seine Nexomon immer auswechseln, aber ich nicht? Oh, eingefroren. Oh, super. Das ist echt gut. Sehr, sehr gut. Aua, das hat weh. Müde. Oh, müde bin ich. Haha, verfehlt. So, er ist ja hier eingefroren. Das heißt, ich wechsle mal eben aus, damit der Jammer die Erfahrungspunkte bekommt. So. Und schwarze Flamme. Ah, nochmal. Okay. Oh Gott. Jetzt aber super gemacht. Oh, was? Oh Gott, er hatte noch einen. Das habe ich nicht gesehen. Okay, Fangly, Glory. Sehr schön. Na, sieh mal eine an. Macht da jemand Frühjahrsputz in unserem alten Zuhause? Deine Freundin Lydia hat mich gebeten, dir eine Nachricht zu übermitteln. Sie hat Amelies Aufenthaltsort gefunden. Du sollst später zum Waisenhaus kommen, verstanden? Meine Güte, ist dein Tyrantenei immer noch nicht ausgebrütet? Wenn ich du wäre, würde ich nicht ohne eigenen Tyranten gegen Vardos kämpfen. Ist ja ein sehr kurzer und trauriger Kampf. Wen haben wir denn dort? Hallo, kleiner Roboter. Oh Gott, hab keine Angst, ich bin zu schwach, um dich zu zerstören, auch wenn ich gerade nichts lieber täte. Aber wer weiß, vielleicht funktioniert die Wiederbelebungsmaschine ja bei mir. Ah, also irgendjemand wurde wiederbelebt. Leute, wir müssen uns beeilen und die Maschine zerstören. Omnicrons Seele wurde zerstört, deshalb kann er nicht wiederbelebt werden. Aber seine Kinder können tatsächlich einen Weg zurückfinden. Wäre das nicht eine gute Sache? Immerhin haben sie uns die ganze Zeit geholfen. So nett sind sie eigentlich nicht. Sie wollten die Menschheit auslöschen. Andere Sache, hast du es mitbekommen? Lydia hat Amelies Aufenthaltsort gefunden. Wir sollten zum Waisenhaus aufbrechen, wenn wir hier fertig sind. Aber sie hat recht, ohne unseren eigenen Tyranten haben wir keine Chance. Ja, das stimmt. Ich speichere jetzt, bevor das Spiel hier wieder abstürzt. Zack, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, wir gehen mal einmal hier entlang, weil hier hätte ja auch was sein können. Hier ist aber tatsächlich nichts. Okay, cool. Cool, cool, cool. Dann gehen wir mal weiter. Hier zu Dingsybums und teilen wir uns. Ja, dann müssten wir eigentlich. Müssten wir machen tatsächlich. Aber da müssen wir nächstes Mal die ganze Zeit wieder zurückgehen, weil ich glaube, wir können uns nur einmal
bei ihr heilen. Soweit ich das weiß. Naja, macht nichts. Macht nichts. Komm her, Kleine. Danke. Ich helfe jetzt den anderen hier wieder. Zack, zack, zack. Vielleicht schaffen wir alle hier. In dem Part. Das wäre gut. Das wäre gut. Dann geht's nämlich in der nächsten Folge zum Waisenhaus. So, den dritten Power Ranger. Was wird es sein? Ich denke, es wird Wasser sein. Oh ne, es ist, glaube ich, Elektro. Okay. Obwohl, der sieht... Ja, doch, könnte Elektro sein. Hehehe, du bist zu spät, Tamer. Deine Freunde waren keine Herausforderung für mich. Ha, was machst du da? Du kannst dich einfach voranschwimmen, so funktionieren Videospiele nicht. Hihihihi. Was? Hat das Ei gerade... Wie ist das möglich? Dieses Ei, was hat es damit auf sich? Ja, da siehst du mal, ne? Ah, Elektro, okay. Oh, sehr schön. Endlich! Kaparal. Endlich bist du mal hier nützlich. Ich fasse es nicht, dass ich das noch hier erleben darf. Oh, das sieht cool aus. Omi Charge. Oh, das sieht echt cool aus. Ja. Das will ich so kaufen. Kaufen. Ja, nice. Ihr macht ja fast überhaupt keinen Schaden hier. Giftwolke. Boah, vergiftet auch noch. Oh, das sieht auch cool aus. Macht das? Es klaut mir irgendwas. Ach so, AP-Punkte. Ja gut, ne? Das kannst du gern machen. Ich mache hier Giftwolke. Sogar effektiv. Nice. Oh, ja. Du bist weg. Schade aber auch. Giftwolke. 10. Müde. Oh gut, er konnte als erstes angreifen. Macht mir nichts. Wir haben ja ihn hier. Und so ein Steini. So, zeig, was du drauf hast, Kleiner. Was? Nur 23, das ist ja hier wieder belastend, ey. 32, okay, schon mehr. Super gemacht. Das sieht auch cool aus. Blumenriol. Das sieht echt cool aus. Oh, die Flügel sind schön. Und die Feder unten. Wow. Da bin ich schon ein bisschen beeindruckt, tatsächlich. Okay, macht nichts. Ich möchte ja, dass die Yama wieder die Erfahrungspunkte bekommt. Weil ich den gerne entwickelt haben würde. Wollen. Deswegen gucken wir mal einfach, wie weit der hier im Kampf kommt. 29 war viel. 28 war auch viel. 33 war in Ordnung. Das müsstest du schaffen, super. Oh, oh. Sehr gut. Sehr gut, Yama. Nice. Hast richtig viel abgesnackt. Wow, Moritz. Hast du diesen Typen tatsächlich geschlagen? Was habe ich dir gesagt? Moritz kennt sich aus. Mit ihm im Team kann man nicht verlieren. Meine Güte, holt euch ein Zimmer. Lass uns gehen, Edward. Wartet sicher schon. Manchmal überlese ich irgendwie die Kommata. Also, sind die so kacke da abgebildet? Ich lese eigentlich nur die Buchstaben. Richtig seltsam. Passiert mir eigentlich relativ selten. Okay, ich kann echt nicht mehr... bei ihr mich heilen. Wir speichern mal eben. Und dann gehen wir kurz zur Stadt runter. Und heilen uns nochmal. Sicherheitshalber. Wir wissen nämlich nicht, wie böse das jetzt hier gleich werden kann. Da, 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 da. Ist natürlich nervig, jetzt hier rauszurennen. Aber... Ich muss es leider machen, Leute. Ich muss es leider machen. Gibt es nicht irgendwie so einen Speedy-Knopf? Oder hier irgendwo in der Nähe ein Warp-Ding? Sich einfach da runter warpen kann? Das wäre doch cool. Oder Teleport hier. Ich will mich hier raus teleportieren. Aber das Spiel sagt, nee, nee. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Doch, ich darf alles. Ich darf alles, okay.
Oh, ich liebe diese Schneelandschaft einfach. Nur. Wäre ich, würde ich hier in dieser Welt leben, würde ich hier leben. Hier würde ich leben. In der Kälte, aber nur mit Internet. Das ist meine einzige Bedingung. Und ich will hier nicht kämpfen. Ja, ich habe nämlich gelernt, man kann da außen herumlaufen, wieso auch immer. Sehr seltsam. Ich bin auch schon oft genug immer reingelaufen. In alle Trainer da. Das war nicht ganz so toll. Tamer. Tamer heißt es hier. Sorry. Ja, vielleicht. Obwohl, es haben sich noch nicht alle entwickelt. Wenn sich alle entwickelt haben, dann würde ich sagen, dass wir nochmal unser Team neu aufstellen. Mit neuen Nexomons. Ich werde die dann natürlich trainieren. Auf Stufe 30 oder so, damit wir mal mit denen ein bisschen spielen. Müssen wir aber dann mal gucken, wann es soweit ist. Oh, hier, die ist nicht da, ne? Ja, die ist spurlos verschwunden, als ich sie besiegt habe. Ich weiß nicht, wann die wiederkommt. Ich hoffe erstmal gar nicht. Nicht, dass ich da irgendwann nochmal reinlaufe. Da. Ich finde den Begleiter, der sieht auch lustig aus. Mit seinem Planeten, der da um sich herum wirbelt. Da. Nee. Ich versuche irgendwie den Soundtrack nachzumachen, aber es ist echt schwer. Ich meine, bei Pokémon ist es immer leicht, den dann mitzusummen. Oder auch, warte. Ja, doch, Pokémon ist echt immer leicht. Selbst beim neuen Mystery Dungeon Teil. Direkt Ohrwurm. Okay, wir müssen auch nach links. Ich hoffe, ich habe meine nächste Mon geheilt. Wir speichern nochmal. Damit ich nicht nochmal da hinten hin muss. So, danke. Und Team ist geheilt. Super. Habe ich eigentlich noch Kerne? Dann würde ich dir gehen. Ach, du hast schon. Ich würde hier noch einen. Ne, haben wir nicht. Schade. Okay. Hast Glück gehabt, der Jammer. Hast Glück gehabt. So, jetzt kommt Wasser, oder? Ja, sieht eigentlich sehr nach Wasser aus. Ach, hier gibt es den sogar. Sehr cool. Oh, ich würde dich jetzt gerne fangen. Aber ich muss leider erst links den Typen besiegen. Ich habe keine Lust, jetzt nochmal zum Pokécenter, zum Thelma Center zu gehen. Oh, da ist Nivalis. Hallo Kumpel, lange nicht gesehen. Ja, diese Kultisten sind schon lange hinter mir und Nivalis, ja. Ich dachte mir, ich sollte mich dem Kampf anschließen, hä? Ach so, aber versteh mich nicht falsch, Moritz, wir sind trotzdem keine Freunde. Wow. Seien wir mal ehrlich, du bist ein Schoßhund der Gilde. Also wirst du mich früher oder später jagen. Diesmal kannst du mich nicht schlagen, Kumpel. Mein Nivalis ist jetzt vollständig geheilt. Oh. Okay. Palmschüttler. Oh, die Katze ist also auch mega selten. Okay. Das Gute ist, dass sie sehr, sehr gut betäubt ist. Und direkt abgehauen ist. Meine, ich kann es verstehen. Ich würde auch abhauen, ja. Als Mensch. Aber okay. Okay. Und wieso verfehlst du? Das finde ich nicht ganz so cool. Alter, wieder jetzt immer auswechselt oder was? Müde. Oh Gott. Ich habe nicht mal genug Angriffsenergie. Ich muss Giftding machen. Okay, ich mache gar nichts. Elektro. Obwohl, Elektro hätte ich mir vielleicht für Nivalis aufheben sollen. Oh, du bist aber kein Elektro-Typ. Was ist das denn jetzt? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat. Demotiviert, super. Komm, wir machen einfach hier weiter. So, wechselst du aus? Ja. War irgendwie klar, tatsächlich. Elektrokraft. 31 tut aber weh. Das tut echt weh. Verfehlt, super. 33, ja. Fehlgeschlagen, auch super. Oh, ich glaube, er konnte sich gar nicht wieder heilen, oder? Ne, ich meine nicht. Ausdauerentzug. Na, zumindest ein bisschen wieder bekommen. Zwar jetzt nicht allzu viel, aber okay, wir können eh nichts machen.
Wir klauen noch ein bisschen was. Bevor wir hier untergehen. Dann nehmen wir dich. Du müsstest das eigentlich ganz gut schaffen. Oh, du bist langsamer, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber es klappt, glaube ich. Das klappt. Oh, schade. Der hat überlebt. Ah, 21, okay. Der macht auch 21. Das ist alles noch akzeptabel, tatsächlich. Komm, erster, super. So. Oh, gegen die schaffst du es aber wahrscheinlich nicht, deswegen wechsle ich mehr auf dich, weil du bist eh keine Hilfe, glaube ich, für den Kampf hier. Oder Plasmakanone, wie viel machst du? 24, okay. 24 ist in Ordnung. 26, super. Ach, du warst super. Du warst echt gut. So. Oh, Alter, so viel Schaden. Oh, ich mache aber auch guten Schaden. Haha, nur 15. Nur 15 und 42 nochmal, okay. 40. Super, Zwillingstornado. Schade. Wir waren langsamer. Na gut, dann machst du den Rest jetzt hier, mein Kleiner. Ich glaube, das wird easy. Ja. Sehr gut gespielt von mir natürlich. So, Nival ist 3:0 für mich. Ha. So, Diyama, kannst du dich bitte entwickeln? Ja. Nice. Yeah! Die Yama hat sich zu Pantra oder Pantra entwickelt. Sehr cool. Sieht echt Hammer aus. Oh. Ich kenne ihn noch nicht, glaube ich. Ah, doch. Du machst dich gut, Moritz. Wenn du so weit machst, wenn du weiter so machst, hast du bald auch meine Kraft. Du wirst unaufhaltsam sein. Ah. Was ist los? Kennen wir uns? Du erinnerst dich nicht an mich. Ich bin tausende von Jahren alt. Gib mir einen Tipp. Nun, wir haben dich mal in einem Volleyballspiel besiegt und dann... Mein Kopf. Ich erinnere mich! Oh Gott. Hier, stehen bleiben! Komm her, du Kleiner! Okay, ich lauf mal weg. Ja, alles klar, auf jeden Fall. Uns geht es, glaube ich, gut, Leute. Uns geht's gut. Gut gemacht, ihr alle. Ihr habt erneut gezeigt, dass ihr zu den besten Tamern der Gilde gehört. Das ist so eine große Lüge. Ich habe alles gemacht. Da die Mitglieder des Kultes besiegt wurden, sind auch die Experimente zu Ende gekommen. Die Stadt ist fürs Erste sicher. Warte, der Boss wurde doch noch gar nicht gefunden. Ja, irgendwas stimmt nicht. Wo ist der Anführer? Ist er einfach weggerannt? Nicht so wichtig. Ich habe die Maschine gefunden, an der sie gearbeitet haben. Die Zerstörung der Maschine hat oberste Priorität. Wow. Ist das jetzt ein Ernst, oder was? Hier sind ein paar Vorräte, die ich euch von Edward geben soll. Ihr könnt sie sicher gebrauchen. Dankeschön. Moritz, wenn du mal wieder in Paarung bist, besuch mal die Krankenstation neben meinem Labor. Du solltest dich wegen diesem Drehen mal untersuchen lassen. Oh ja, gute Idee. Welches Drehen? Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Aber egal. Wir gehen mal rein. Und gucken, was jetzt hier los ist. Aha. Das ist ohne Frage der Grund, warum sich die wilden Lexemon so verhalten. Ich frage mich, ob sich die Blaupausen auch hier befinden. Sollte jemand von euch die Blaupausen finden, gehören sie ohne weiteres zerstört. Antike Monster sind das Letzte, was wir gerade gebrauchen können. Aber Sir, diese Blaupausen sind von unschätzbarem Wert. Er dachte von den größten Denkern unserer Zeit. Die größten Psychopathen dieser Generation, Bonnie. Habt ihr auch die Frage, was sind eigentlich diese Blaupausen? Ich habe keine Ahnung. Haben die es mal erklärt? Ich weiß es nicht.
Alles falsch in dieser Welt stammt von Omnicron und seinen verfluchten Nachkommen. Oh oh. Kommt da Melinda? Merida? Wenn dieses Beben aufgrund eines wiederbelebten Monsters war, dann schwöre ich. Wir müssen hier weg. Oh, da kommt tatsächlich jemand. Ein Drache! Was hat dieses Ding hier zu suchen? Verdammt, das wird nicht einfach. Kann dieser Tag noch schlimmer werden? Das ist bestimmt Lydia oder so. Finde ich richtig lustig. Und noch ein Drache. Ich hasse meinen Job. Uff, kann dieser Tag noch Halt einfach die Klappe. Richtig. Hey, ihr habt mir doch erzählt, Drachen greifen nur Tyrannen an, nicht Menschen oder Roboter. Das ist auch so, aber irgendwas ist in sie gefahren. Konzentriert euch, das können wir auch später noch klären. Ich kümmere mich um den hier, ihr um den anderen. Ich hab kaum noch nichts zu machen. Ist mich verarschen oder was? Hier, Phantomstund. Ich hab doch nichts mehr. Das ist ja hier wieder lost. Hätte ich mich zumindest heilen können, ja? Mein Gott, ey. Ich mach echt fantastischen Schaden. Gut, bin tot. So, hier eine Scherbe. Zum Glück ist sie ein Kristall, wir sind wieder voll geheilt. Sehr schön. Heißt, wir können jetzt wieder den ganzen Weg da reingehen. Oh. Ich kann nicht mehr. Ich wollte gucken, wie lange ich das schaffe. Ob ich es schaffe, bis zu den zwei Drachen zu kommen mit Aber nee, schaffe ich leider nicht. Es tut mir leid, Leute. Für den leichten, ja, Cringe-Effekt wahrscheinlich. Für euch, für mich jetzt nicht. Aber egal. Hallo Gehirnschirn. Ich fange dich noch irgendwann. Irgendwann fange ich dich. So, jetzt sind wir da. Oh, ich hätte speichern sollen, oder? Och, nein. Ich bin so lost. So, ein Glück habe ich erstmal wieder eine Woche Ruhe von Nexomon, ey. Also, versteht ihr mich nicht falsch. Das Spiel, das macht echt viel Spaß, ja? Aber trotzdem. Da brauche ich, glaube ich, jetzt erstmal wieder eine Woche Pause von. Ja, ja, halt einfach die Klappe. Ich weiß. Dieses Zurückrennen immer, ey. Oh, das ist so belastbar, ey. Okay, so. Palmschüttler. Alter, 54 tut schon weh. Jetzt macht das nochmal. Okay, dann Elektro. Ich probiere hier einfach mein Bestes, Leute. Ich versuche Prügler zu machen. 19. Oh, das macht auch nicht so viel. 21 ist besser. Aua. Alter Schwede, ey. Wir haben jetzt gerade mal 90. 90 und 2 sind schon weg. Och, das wird nicht gut. Das wird echt nicht gut. Schwarze Flamme. 49, 49 ist echt gut. Aber er macht auch 49. Jetzt war ich schon nur noch 36 und der macht 71. Was ist das denn für eine Verarsche hier? Naja, egal. Du hast schon sehr deutlich mehr gebracht als andere. Als andere Nexomon Seas. Dass das legendär ist, oh mein Gott. Kann ich das dann fangen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann nicht. Oh, eingefroren. Oh mein Gott, Fan Dingsy Bumsy, du bist ja mega gut. Sehr schön, dass du das einfrierst. Oh, das war's aber auch schon wieder mit den einfrorenen Dingen. Egal, du hast richtig guten Schaden gemacht, wirklich. Bin echt stolz auf dich. Das könnten wir eigentlich sogar schaffen. So, dann nehmen wir dich jetzt hier. Ich weiß, du machst wahrscheinlich nicht allzu viel. Oh, 28 ist doch noch gut. Oh, 53 ist aber besser. 98 sind nicht so gut. Och man, daneben. Was bist du denn für einer hier?
Schade, schade, schade. Der hätte die Erfahrungspunkte gegönnt. Na gut, dann kriegst du die. Vielleicht entwickelst du dich dann auch mal langsam. Psygeise und weg mit dem. Sehr schön. Sehr schön. Es entwickelt sich nicht. Schade. Bonnie, hat die Aktivität der Maschine die Drachen angelockt? Negativ. Die Drachen verfolgen nur Tyranten, sonst nichts. Moritz berichtete, dass Tyrant Nivalis vorhin hier war. Vielleicht ist das der Grund. Negativ, Sir. Nivalis ist ein relativ schwacher Tyrant. Für ihn wären die Drachen niemals so tief heruntergekommen. Etwas komplett anderes muss die Drachen anlocken. Verstehe. Das ist etwas, worüber ich mir genauer Gedanken machen muss. Aber fürs Erste sollten wir unseren Sieg feiern. Vielleicht sind sie hinter meinem Ei her. Kann das vielleicht sein? Zurück zum Außenposten der Gilde. Ihr habt euch alle etwas Ruhe verdient. Das könnte schon sein, oder? Hey. Psst. Oh, hallo Moritz. Lange nicht gesehen, hm? Nein, ich bin nicht tot. Dies ist eine psychische Illusion. Wie auch immer. Ich gehe nur sicher, dass du dein Schicksal erfüllst. Oh, diese Maschine ist echt eine unangenehme Erfindung, oder? Auch wenn sie nicht funktioniert, jedenfalls noch nicht. Was? Wenn die Blaupausen in deinen Händen fallen würden, was würdest du tun? Sie zerstören? Oh, du bist ja langweilig. Was für eine langweilige Entscheidung. Nun, mach, was du willst. Die Blaupausen sind hier irgendwo im Raum. Such sie und dann mach damit, was du willst. Seufz. Okay, sie ist sauer? Ich werde so tun, als hätte ich davon nichts gehört. Was auch immer du tust. Denk dran, zum Außenposten ist die Eisenlinie zurückzukehren und deine Belohnung abzuholen. Sprich mit mir, wenn du gehen möchtest. Okay, in dem Raum sind irgendwo diese Blaupausen. Dann suche ich die doch jetzt, oder? Also, ich würde die jetzt suchen und dann würde ich sie vielleicht doch hier in die Maschine reintun. Weil, weiß nicht, ich vertraue der Hexe und wenn die irgendwie ein bisschen enttäuscht ist, dann bin ich ja auch indirekt enttäuscht, weil, was soll das denn? In den Kisten vielleicht? Ah, hier. Das sind Bauplan für die Wiederbelebungsmaschinen. Ach, das sind Baupläne. Ah. Aber wiederbeleben. Oh, ich weiß nicht. Aber soll ich es machen? Ich kann es nicht mal machen. Schade. Oder? Kann ich das vielleicht doch machen? Hier im Inventar irgendwie? Finde ich schon lustig. Damit könnte eine sehr komplizierte Maschine gebaut werden. Okay. Also doch. Schade. Geht nicht. Geht nicht. Ja, komm, gehen wir. Wir heilen uns erstmal. Ja, Leute. Das war's mit Nexomon Extinctions. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.